Recht herzlich willkommen zur 155. Folge von City Skylines. Ja, wir sind noch weiter am Wachsen hier, wie man sieht. Wir müssen jetzt gucken, dass wir den Lückenschluss da unten noch sehen, der relativ wichtig dann ist. Dieses hier fehlt uns halt noch. Oh, da wird gerade wieder einer gewachsen. Das ist ja richtig toll. Der müsste jetzt aufgebaut werden hier. Und da habe ich was versch... Ne, da kommt er. Wunderbar. Das nächste Haus und es könnte zu sein, oder? Naja, doch noch nicht ganz. Aber wächst auch. Lückenschluss direkt vor Ort. Der Knast ist da. So, ein Gebäude noch und dann ist zu, oder? Ist die Frage, ob hier einer hinziehen will, ne? Das ist bestimmt billiger Wohnraum. Jo, das ist schon fertig, das Gebäude. Jetzt lass noch einen kommen und dann ist alles gut. Es regnet gerade wohl. Das kostet uns 1200 im Monat, ne? Sind 43 Verbrecher drin. Das hört sich so ein bisschen so an, als ob sich das gar nicht lohnt, ne? Wären auch Kosten, die wir gerade einsparen können. Machen wir mal. Ja, was ist gegenüber? Da ist das thermische Kraftwerk, glaube ich, ne? Okay, hier war auch noch, glaube ich, jetzt was gewachsen. Ja. Dann mal hier noch ein Grundstück bitte besetzen. Ja, da kommt das Gebäude, dass das gewachsen ist. Gut. Läuft, würde ich sagen, ne? Hier sind zwar alle wieder verlassen aufgrund von Wassermangel, aber das ist erstmal nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist jetzt, dass gerade erstmal gebaut wird, dass das hier zu wird. Und ja, hier ist noch ein bisschen grün. Wir haben letztens den Kern irgendwo ausgebaut. Hätten wir besser nicht gemacht, weil da sind dann welche hingezogen und hier sollten sie hinziehen, ne? Nicht so dolle gelaufen. Ja. Gut. Industrie ist auch gefordert. Kommerz eher weniger. Dann sollten wir vielleicht noch mal gucken, wo wir Industrie hinpflanzen können, ein bisschen. Ich denke, wir haben noch Industrieflächen frei, oder? Ne, hier sind sie schon alle so ziemlich zu, ne? Warte mal, da müssen wir auch Industrie auswählen. Das ist das. Ja, die haben hier kein Wasser. Und die haben knapp Wasser da, okay. Also hier der Bogen würde da nochmal gehen, ne? Da würde Industrie noch gehen. So, 51,6 sind die Zahlen da. Ja, hier ist noch nicht ganz zu, weil noch einer fehlt, ne? Lass mal noch, okay, da ist noch einer zwischengekommen. Die bauen weiter zu, das ist gut. Ja, da ist es. Jetzt fließt der Strom überall hin. Alles ist gut. Wunderbar. Die Kette hat geklappt, obwohl da kein Wasser liegt. Funktioniert das. Ja. Vielleicht bauen wir hier noch ein paar ab. Lass mal hier das Fenster offen mit dem Strom. Ja, es ist reichlich da. Kann aber auch damit zusammenhängen, dass gerade der Wind weht, ne? Fünf Megawatt Windgeschwindigkeit ist gerade 6. Ja, das müssen wir dann beobachten, wenn der Wind runtergehen sollte, ne? Machen wir erstmal alle aus hier. Gut. Geht aber auch nicht runter zurzeit. Das heißt, eigentlich läuft's. Hier wäre jetzt noch interessant zu sehen, ob das... Aber das wächst nicht zusammen. Das, der Schritt ist zu groß, würde ich sagen. Ist denn da Wasser liegend? Ja, Wasser wäre angeschlossen. Also würde schon ein Interesse bestehen. Aber gerade ist die Industrie nicht interessiert daran, dass hier was wächst. Vielleicht sollten wir dann eher... Probieren wir mal mit zwei Kaufhäusern hier, oder? Verkehrsaufkommen ist doch da. So. Angeschlossen ist es.
Jetzt müssen wir ein bisschen gucken. Was ist das? Einkaufszentrum der Mäßigung kostet 160, naja. Was macht unser Budget? 41 steht hier unten nur noch. 7. Ich mache den mal auf 10. Und den machen wir auf 8. Na komm schon, 8. Dann ist das doch schon ganz gut, ne? Die waren sehr zufrieden. Machen wir die mal auf 14. Budgetzahlungen, ja, sind hier noch relativ unten. Kriegen wir aber auf Dauer vielleicht noch hin, es wächst ja noch. Die Zahl ist allerdings gerade am Schrumpfen. Jetzt wird sie auch noch rot. So, wir sind schon am unteren Rand, deswegen kann ich nicht weiter runter. Ah, da ist eine grüne 2. Würde also reichen noch. Ja, eine 20. Okay, läuft. Wichtig wäre, dass wir hier endlich mal irgendwo eine grüne Zahl sehen, die dann, ne, uns was bringt. So, kurz durchgeblättert. Strom, okay, Wind geht zurück. Strom geht zurück, oder wie ist das? Es ziehen ja auch ein paar Leute in die Stadt, dann brauchen die wieder mehr Strom, ne? Da müssen wir aufpassen, definitiv. Wasser sieht gut aus, Bildung ist klapp im Plus, das sieht gut aus. Ja, die Zahlen sind eigentlich alle ganz nett. Gesundheitswesen ist gut. Da sollten wir überlegen, ob wir nicht noch den einen oder anderen Arzt abschalten können. In manchen Ecken ist hier, sind es einfach zu viele, ne? Würde ich sagen. Hier ist schon das Krankenhaus aus. Es sind immerhin 400 der Arzt, ne? Die sind jetzt nicht glücklich, ist klar. Aber wir sparen einiges. Die Arztpraxis machen wir auch zu. Hier ist ein Krankenhaus und zwei Arztpraxen. Zack. Die beiden sind okay. Hier sind zwei nebeneinander. Zack, aus. Beide aus sogar, denke ich mal. Weil da ist ja noch was. Hier ist zu überlegen, ob diese noch überhaupt sein muss. Ich glaube auch nicht. Keine negativen. Zwei, ja. So ein paar sind negative Smileys da, aber die haben ja auch noch Nachbararztpraxen, ne? Diese auch noch aus. Leute kommen noch, alles ist gut. Diese oder diese? Diese, da ist ein Krankenhaus in der Nähe. Die sollen ins Krankenhaus gehen. Das sieht doch gut aus jetzt hier soweit. Hier sind drei Stück. Eine davon weg. Diese. Also weg ja auch nicht, erstmal nur deaktivieren. Das spart ordentlich Geld. Hier hinten sind zwei Praxen. Ne, ist eine Sauna, ist kein Krankenhaus. Okay, dann lass die Sauna mal noch da. Da ist auch eine. Hier muss nur eine weg. Entweder die oder die. Obwohl zentrumsnah ist eigentlich besser wie diese hier. Mach die aus. Ja, hier. Diese weg, aus. Das aus. Das da, da ist das Krankenhaus, also die aus. So. Komischerweise ist die Summe hier nicht am sinken gerade, ne? Aber Einwohner kommen immer noch. Muss hier oben was hin? Ich glaube nicht. Was ist denn das zwischendurch? Ist das eine Sauna? Ne, ist auch eine Arztpraxis. Also die obere machen wir aus. Könnte man am Ende auch abreißen. Lassen wir so. Hier geht noch eine weg.
Ne, die nicht, die am Rand machen wir eher weg, dann da. Mach die mal aus. So. Hier noch. Obwohl, hier ist ziemlich viel, ne? Die lassen wir jetzt erstmal so laufen. Gut, Bestattungswesen hatten wir schon mal drüber geguckt. Da sind wir ja schon am Dezimieren im Endeffekt. Ja, sehr viele Krematorien haben wir gebaut. Viel zu viele wahrscheinlich. Da hatten wir ja schon Ärger gekriegt, auf gut Deutsch gesagt. Warte mal, was ist das hier unten? Das ist geräumt. Ja, am Ende der Stadt. Das ist eigentlich auch so ein Ding, mach aus. Ja, die sind alle betroffen. Aber hier vorne war einer. Warte, jetzt haben wir den aus Versehen ausgeschaltet oder was? Gesundheitswesen, Redorf. Ne, da war ein Krematorium dann. Dann war das besser, hier zu gucken. Ja. Da ist noch was, da ist noch was. Ah, es ist alles okay, denke ich. Hier stehen noch so viele Säulen. Ach, warte mal, Bestattung, wir müssen umschalten. Dann ist es ja doch nicht so viel. Den haben wir jetzt ausgemacht, weil, ja, da ist, lass. Passt schon. Hier muss noch einer weg. Da ist schon aus. Hier ist jetzt Zeit, einen abzustellen oder beide. Wir haben da gegenüber noch einen. Ausmachen. Da ist noch einer, das reicht. Hier sind noch einer. So, läuft erstmal, oder? Jetzt müssen die Zahlen noch passend werden. Wohnraum ist gefordert. Dann gucken wir mal in den Wohnraum rein. Hier ist erstmal was drin. Den wollten wir ja hier erstmal beginnen, den Wohnraum, ne? Machen wir hier ein bisschen zu. So, Wohnraum kommt. Leute können kommen. Da ist auch noch was. Das sieht doch ganz hübsch schon aus hier, oder? So. Das wird was. Das auch. Die Straße ziehen wir noch zu. Da auch. Eckhaus. Und diese auch noch. So, Wohnraum wird gerade gemacht. Jetzt können wir hinten nochmal gucken, wegen den Hochhäusern, ob wir da ein paar Lücken irgendwo haben, die wir schließen können. Haben wir ja gehabt hier, ne? Hier sowas zum Beispiel können wir jetzt auch nochmal wieder schließen hier. Machen wir erstmal dieses hier zu. Gut. Dann kommt Wohnraum. Jetzt fehlt Kommerz. Ja, hier in der Nähe vom Dingens vielleicht eher, ne? Mach da was hin. Und da, dann ist das zu. Sollte jetzt fallen. 52.000, hier 36 wird nie weniger, ärgerlich, ne? Gut. Da noch ein bisschen hin. Haben wir irgendwo dunkelblaues hier auch? Ich glaube da nicht, ne? Hier ist dunkelblaues. Machen wir das mal zu. Und das hatten wir offen gelassen. Wegen Straße durchführen vielleicht? Weiß ich nicht. Können wir aber so lassen erstmal, denke ich. Ist hier irgendwo noch dunkles blaues Gebiet?
Ja, hier ist was. Tja. Naja. Hier wäre noch. Machen wir dazu. Hier am Bahnhof ist noch was. So, passt's. Gib dem da auch noch das. So, blau sollte auch fallen. Leute kommen noch. Alles ist gut erstmal. Jetzt haben wir 43.000 Ausgaben. Es werden mehr. Interessanterweise. Was sagt das alles hier? Strom ist da. Wasser ist da. Müllverbrennungsstatus nimmt jetzt ab. Mülldeponie 44. Das passt. Ah, hier sind sie unzufrieden geworden wegen Erhöhung der Dingens. Sag schon, der Steuern vielleicht ein bisschen zu hoch. Macht da einen wieder runter. Da war's, ne? Ich glaube, das war zu viel des Guten dann. 13 ist besser. Hier sind wir knapp an der Grenze. Ja. Mehr drehen bringt jetzt nichts. Gesundheitswesen ist immer noch gut. Ist zwar 2% hier gefallen, aber das auf einer relativ langen Zeit. Hier ist Krematorium, zack, immer noch hoch. Hier das hinten, das zack, aus. Falsche Stelle. Der Friedhof müsste auch an einer Stelle. Es muss zentraler liegen, sowas. Müssen wir mal verschieben irgendwann. Gut. Ja. Wind ist jetzt nicht interessant. Das ist noch ein bisschen interessant. Da müssen wir mal gucken, dass uns der Verkehr nicht dann irgendwann wieder über Kopf wächst. Hier sieht es noch einigermaßen aus. Hier fängt es schon an, dunkelrot zu werden. Da ist es dunkelrot. Ja, aber können wir auch nichts gerade dran ändern, ne? Höchstens irgendwelche Erlasse oder so. Verschmutzung ist klar. Ja, da müsste man gucken, ob man da alles gut angeschlossen hat. Das machen wir bei einer extra Folge, denke ich mal. Vielleicht sogar in der nächsten dann. Ja. Hier haben wir ein Müllproblem ab und zu mal. Sonst sieht das eigentlich alles jetzt okay aus, ne? Ist jetzt kein großes Blinken an vielen Stellen. Man sieht natürlich die Maske mehr von dem Räuber. Da müssen wir aufpassen. Müll. Ja, zurückgebaut, ne? Ja, hier sind alles eher jetzt kleine Sachen, die sind. Hier müsste man das Wasser bauen, ist klar. Haben aber kein Geld. Das ist unser größtes Problem. So. Es wird wieder was gefordert. Und da müssen wir schauen, dass wir das auch hinkriegen. Wo ist denn Industrie? Diese Industrie vielleicht gar nicht mehr aufbauen, sondern eher hier was machen. Lücken schließen erstmal hier. So, ne? Besser. Blauen kommen auch wieder hoch. Hier ist dunkelblau. Da auch. Das ist schon genug Kommerz hier eigentlich. Dann eher hier noch was machen, ne? Machen wir die Flecken alle zu. Der Kommerz möchte kommen, da müssen wir eben auch Plätze anbieten. Das ist ein dunkelblaues Feld, genauso wie hier rechts auch. Gut. Passt.
Obwohl, dieses färben wir mal hellblau ein. Geht das nicht? Geht nicht. Müssen wir erst wegmachen. So, hellblau ist jetzt führend. Anwohner kommen nicht mehr. Ist kein Balken mehr da oder wollen keine Wohnfläche haben. So, ausgeglichen, nur blau fehlt. So, jetzt sinkt das Blaue und die anderen beiden kommen hoch. Okay, kommen die beiden noch und dann ist erstmal gut. Ja, die anderen Balken kommen auch wieder hoch, alles ist gut, meint man. Aber ob es wirklich so ist, ist eine andere Frage. Hier wird es nicht weniger. Wöchentliche Einnahmen sind schwach. Gut, okay, dann denke ich mal, kümmern wir uns nächstes Mal um den Verkehr und haben ein bisschen das Geld im Auge, dass da was passiert. Wäre nicht schlecht, dass das mehr wird. Aber da müssen wir dann mal schauen, wie es ist. Okay, dann bedanke ich mich erstmal recht mal. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.